Blütenschnuten, Zuckerschnuten. Ich habe es mir mal ein bisschen gemütlich gemacht. Das ist ein kleiner Kamin. Den habe ich im Dezember mitgenommen, als meine Omi gestorben ist. Den hatte die immer an ihrem Tisch stehen und als Andenken hatte ich den mitgenommen und ich dachte, das passt. Aber damit würde ich was machen. Das passt so ein bisschen schon in dieses Weihnachtliche hinein, denn ich möchte mit euch das Bild von Karat Art vorbereiten. Das Bild habe ich schon sehr lange. Wenn ich noch mal, wenn ich es finde, wann ich es gekauft habe. Nein, ich habe das Unboxing gemacht. Ich habe wieder vier Bilder gekauft. Das ist schon eine ganze Weile her. Da hatten sie noch keine Aufkleberlegende dabei. Die ist ja jetzt dabei. Und ich wollte aber trotzdem das Bild mit euch jetzt abkitten und ein bisschen noch was schnattern. Ich hoffe, mir fällt noch ein bisschen was ein. Und genau. Was wollte ich? Mir ist jetzt gerade entfallen, was ich sagen wollte. Egal, nochmal kurz zum Bild. Das Bild hat eckige Steine. Es ist ein Top-Druck, eine Top-Leinwand. Ich habe das Bild in 30x40. Das ist Bildgröße, glaube ich sogar. Fast Bildgröße. Nicht 30 ist es wirklich, also es fehlt ein Millimeter vielleicht. Und abwärts sind es auch nur noch 2 mm oder so. Also es ist wirklich fast Größe des Bildes. Also wie gesagt, von Karat.art. Ich habe da einen tollen Code für 10% für euch. Melli 10. Melli klein geschrieben alles. Irgendwie bin ich jetzt schon wieder ein bisschen aufgeregt mit dem Kitting Up. Irgendwie ist es bei mir immer so bei Kitting Up. Paint with me. Ich bin da mal total aufgeregt. Ja, jedenfalls versuche ich es heute mal im Stehen. Ich habe auch meinen anderen Aufsteller, wollte ich sagen. Irgendwie ist das schief. Das gefällt mir nicht so rasch. Jetzt seid schief. Jetzt seid ihr gerade. Schon mal gucken, wie wir das hinkriegen. Mein anderer Handyhalter. Sag mal so. Kamerahalter, wie auch immer. Klebkraft ist super. Und hier finde ich halt toll, dass die Leinwand, hört ihr? Das ist keine Wuschliche. Das Wuschliche mag ich eh nicht so. Und von daher freue ich mich da schon drauf zu painten auch an sich. Ich habe hier 35 Farben. Und die würde ich jetzt gerne mit euch abkitten. Ich nehme mal das Bild zur Seite ein Stückchen, weil sonst sehe ich nichts, was ich hier mache. Ich benutze diesmal wieder meine Medizinbecher. Ich habe hier Farben dabei, die sind recht viel. Und überhaupt, ich habe da jetzt schon meine Schneemänner drin in meinem Koffer. Das ist der, den mein Mann mir gebastelt hat, ne? Und da ich jetzt beide Bilder ja gerne machen möchte, in der Zukunft, jetzt im November, würde ich gerne beide da drin haben wollen. Ich würde mit euch beginnen. Und zwar habe ich gleich am Anfang eine dicke, fette Farbe. Und zwei dicke, fette Farbe. Dicke, fette Puppe. Ja. Tüten voll 310. Wir haben die 310 ja fast überall hier in dem Bild, ne? Das ist das E und das ist fast überall. Wobei eigentlich, so viel sieht das gar nicht aus. Ganz schön viel E drin, wenn man hier so guckt. Das ist ja eigentlich nur das Schwarze hier. Es ist zwar überall, jetzt, das sieht man gut jetzt, ne? Naja, egal. Genau. So, ich habe mir jetzt schon vorbereitet meine Deckel. Wisst ihr, hier habe ich das mit einem festen Edding drauf. Man muss das trotzdem immer, das seht ihr hier, immer noch mal nachschreiben. Ne? Das geht nicht so. Es ist nicht immer, dass das so super klappt, dass das beibehält. Und ich habe jetzt überall noch so einen Aufkleber drauf, wo ich das entweder mit Stift oder mit Bleistift drauf schreibe. Ich werde es mal mit Bleistift wieder machen. Dann kann ich das, ich muss das mal probieren, wie das ist mit dem Wegradieren. Jetzt habe ich gerade alles abgemacht und vorbereitet. Nicht, dass ich das jetzt im Video noch machen muss, weil so machst du mal die Einzelnen. Die brauchen wir definitiv in einem großen Medizinbecher, also eine Medizinbecher. Hier ist er. So, Bleistift.
Die 1 ist die 310 1E. Seht ihr das? Ne, das seht ihr nämlich nicht. Das ist schon wieder. Ich muss ja höher gehen am Tisch. Hier habe ich meine Kiste für meinen Müll. So, da gehen wir mal ein bisschen höher. Ja, jetzt sehen wir das. So, das ist E 310. So. Ne? Das ist die 1. Dann habe ich mir das E drauf geschrieben und die 310. So, mal gucken hier, ob wir hier so ein ganzes Päckchen reinkriegen. Aber ich gehe stark davon aus. Oh, das ist so wenig aufgeschnitten. So. Ach, ich habe da hier meine Kiste. Also hier mache ich nicht noch ein zweites rein. Das ist wirklich gut voll hier, ne? Genau. So, und dann, den habe ich mir schon hingestellt für meinen Müll. Nehme ich aber mal kurz raus, weil ich erstmal damit anfangen möchte. So, dann haben wir ja noch ein zweites Päckchen. Jetzt bin ich am Überlegen, brauche ich das wirklich? So viel sind das gar nicht. Dann ärgere ich mich, dass ich es aufgeschnitten habe. Nein, ich schneide das nicht auf. Das schneide ich nicht auf. Das mache ich in eine Mesh-Tasche rein, die dann mit reinkommt. So ist mir das lieber, ne? So, ich will mal irgendwie noch ein bisschen Hilfe verschaffen hier. Hier kann ich das hinlegen. So, jetzt haben wir wieder eine Farbe, das ist die 317. Das ist die 2. Zwei, drei, vier, fünf. Also bis zu fünf brauche ich auf jeden Fall den Groß. Dann suche ich mir die Klammer alle raus. So. So, ihr Lieben, seid ihr denn schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung? Eigentlich bin ich immer so, dass ich mir das ein bisschen fernhalte. Bis dann wirklich so der Weihnachtsmarkt losgeht, bis der Advent. Also eigentlich, sagen wir es mal anders, bis dahin, wo meine große Tochter Geburtstag hat. Die hat Ende November Geburtstag. Und ich behalte mir das immer so vor, dass ich das wirklich erst alles mache, wenn sie Geburtstag hatte. Ne? Das Schmücken ist auch immer erst danach. Ich beschrifte jetzt gleich alle vier Deckel, damit ich das dann einmal im Ruck reinmachen kann. Ja, da schmücken wir immer erst nach dem Geburtstag. Wobei ich auch schon überlegt habe, dass das Quatsch ist. Jetzt muss ich mir aber doch tatsächlich mal die 5 angucken. Ach, das sind 5, 4 Punkte, oder? Das seht ihr gar nicht. Naja, egal. Jetzt war es gerade, oder? Hm. Ja, das sind so 4 Pünktchen. Ja, da schmücken wir danach erst, aber manchmal denke ich mir auch, das ist auch total egal, ob das dann schon geschmückt ist oder nicht. Hm. Wir werden sehen. Jedenfalls bin ich dann immer erst in Weihnachtsstimmung. Mein Mann ist derjenige, der bei uns schmückt. Das muss ich nochmal dazu sagen. Ich für meinen Teil brauche eigentlich nur einen Weihnachtsbaum und ans Fenster Schwibbogen oder irgendwas anderes noch mit hinhängen. Aber so wirklich viel hinstellen, also ein Räucherhäuschen reicht mir auch, weil doch ein bisschen räuchern möchte ich. Aber dass ich jetzt hier einen Haufen hinstellen will, das muss ich nicht. Aber mein Mann, der liebt Räuchermännchen. Und ja, das soll ihm auch gegönnt sein. Die Freude, euch seht ihr das gar nicht, wa? Oh, das nervt mich schon wieder. Wartet mal, ich muss das immer noch wieder runternehmen. Sieht das besser aus. So, das ist die 3. Genau, und deswegen bin ich eigentlich um diese Zeit jetzt, dieses Anfang November, Mitte November fast, naja, es ist noch nicht so, eigentlich noch gar nicht in Stimmung. Aber irgendwie durch das Painten dieses Jahr und durch das Video drehen und Videos gucken, habe ich mich da echt schon anstecken lassen. Das gibt's doch gar nicht, oder? Wie ist das so bei euch? Seid ihr schon in Stimmung? Kommt das noch?
Oder seid ihr gar nicht so, dass ihr Weihnachten wirklich gerne feiert? Also ich muss sagen, für meine Kinder feiere ich gerne. Als Kind habe ich natürlich auch sehr gerne Weihnachten gefeiert. Aber letztes Jahr ist ja 5 Tage vor Weihnachten meine geliebte Omi noch gestorben. Das war schon schlimm, aber irgendwie muss man ja für die Kinder trotzdem das Weihnachtsfest gestalten. Aber irgendwie fällt mir das dieses Jahr noch schwerer. Ich kann euch das gar nicht so richtig sagen, wie ich das meine, aber irgendwie fällt mir das noch schwerer. So, kurzer Schwenk. Ich habe jetzt hier eine Farbe. Oh, da muss ich wieder zumachen, den Stift, weil der ist immer ganz schlimm, was das angeht. Eins, zwei, drei. Oh, das sind ja viele. Vier, fünf, sechs, sieben. Och nee, das ist ja doof. Überhaupt noch so viele. Wartet mal kurz. Ich mache ja mal die, die wenig Farben haben, gar nicht in Medizinbecher rein, aber irgendwie sind das ganz schön viele. Naja, ich kann es ja so weit machen, was ich habe. So, und das kann ich ja vielleicht nicht mehr noch. Die ganze Schlange wäre das ja fast. Also wenn das wenig Steine sind, dann nehme ich immer diese kleinen Dosen von Action. Die finde ich ganz gut. Und da schreibe ich aber mit dem, der nicht wasserfest ist, drauf. Aber eigentlich nehme ich doch Medizinbecher. Das ist mir jetzt. Hier könnte ich schon mal. Ach, das ist immer blöd. Weil ich peene dann sogar aus den Bechern manchmal. Da sind ja dann wenig Steine drin und dann schütte ich die gar nicht ins Schiffchen, weil ich brauche die Farbe nicht so oft. Und dann peente ich immer daraus. Aber ich werde tatsächlich hier die Medizinbecher nehmen. Das ist meine Lieblingsbecher. So, was haben wir denn jetzt? Die 6. Ich hole mir jetzt was mal viel. Bis zur 10 hole ich sie mir jetzt erstmal hier raus. So, genau. Ich wollte ja von euch gerne wissen, wie das so mit Weihnachten bei euch ist. Entschuldigt, ich habe gewackelt. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin nämlich ganz schön neugierig. Und meine 6 ist weg. Habe ich die schon? Oh, hier ist sie schon. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr mir das mal schreibt. Ich bin ja so neugierig. Das ist auch immer schlimm, wenn man so neugierig ist und dann erfährt man nichts. Genau. Deshalb bin ich gespannt, wie wir das jetzt dieses Jahr machen. Mit dem Schmücken. Das könnt ihr mir auch mal in die Kommentare. Schmückt ihr am ersten Advent? Schmückt ihr schon vorher? Ach ja, und dann ist das immer so ein bisschen, ja, eine Streiterei gewesen. Nicht, aber wo wir schon überlegt haben, bei meinem Mann war das so als Kind, die haben den Weihnachtsbaum am 24. aufgebaut. Bei mir, das kann ich euch nicht mehr so richtig sagen. Bin ich der Meinung, war das schon eher. Also wenigstens ein paar Tage eher. Und jetzt möchte ich das aber gerne viel eher. Weil ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Wenn nach Weihnachten das Zeug stehen bleibt, noch eine Weile. Für mich ist Weihnachten und danach bitte alles gleich wegräumen. Und nicht noch stehen lassen. Also ich könnte tatsächlich alles am 27.12. gleich wieder wegräumen. Ich hasse das echt, wirklich. Ich mag das überhaupt nicht. Und mein Mann, der liebt das, wenn das noch lange steht. Deswegen bin ich nur wieder dafür, dass wir das viel eher schon hinstellen. Was uns dann eigentlich doch in Weihnachtsstimmung bringt. Also ich bin heute recht neugierig. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, wie das so bei euch ist. Das würde mich echt interessieren. Mal sehen, was mehr Stimmen kriegt. Eher schmücken oder länger stehen lassen? Jetzt habe ich das alles beschriftet. Ja, ist egal. Jetzt nehme ich halt Medizinbecher. Seht ihr durch das Quatschen? Aber das ist nicht schlimm. Genau. Immer so ein Thema mit dem Weihnachten und der Adventszeit.
Ich freue mich dieses Jahr. Ja, was heißt freuen auf Weihnachten? Irgendwie hat das Jahr ein bisschen was geprägt bei mir, dass es mir auch nicht so besonders geht und irgendwie ist ein bisschen komisch alles. Und ich hoffe, dass mich das Weihnachten das nicht noch ein bisschen noch mehr runterzieht, als es so schon mir geht. Ich versuche, also ich muss euch sagen, die Videos helfen mir dabei. Ich liebe es, die Videos zu drehen, weil ich dann abschalten kann. Dann ist alles andere, schalte ich dann ab. Eigentlich war das immer so, dass das beim Bücherlesen der Fall ist bei mir. Aber seit ich pente, lese ich gar nicht mehr so viel. Das muss ich jetzt auch mal dazu sagen. Und ja, deswegen. Es fehlten hier noch 15, 14, 13. 13. Und seit ich die Videos drehe, oder jetzt auch gerade seitdem ich nicht arbeiten gehe und krank geschrieben bin, habe ich halt irgendwie, hilft mir das Video drehen sehr. Und es lenkt ab und macht Spaß und ich freue mich natürlich, wenn ich euch was zeigen kann und euch ein bisschen was erzählen kann. Vielleicht wird das jetzt auch mehr, mal schauen. Und ja, deswegen hoffe ich eigentlich, dass ich irgendwie die Weihnachtszeit doch mit Freude verbringen kann und dann vielleicht sogar gestärkt daraus gehe. Wir werden es sehen. So. Muss ich mal ein bisschen Cut machen? Ich will jetzt mal warten, bevor ich jetzt hier noch mehr schreibe. Mich dann ärgere, dass ich doch einen großen Becher genommen habe. So, jetzt habe ich euch ein bisschen nichts gesagt, ein bisschen in Ruhe gelassen. Vielleicht ist das ja auch mal nicht schlecht. Wie nennt man das? ASMR oder irgendwie, ne? Diese Geräusche, das höre ich auch gerne. Ich könnte stundenlang zuhören und dabei trinken. Nur diese Geräusche hören, wie jemand die Tüten aufschneidet, das umfüllt. Ich finde das herrlich, so richtig toll. Bekloppt eigentlich, oder? Aber irgendwie finde ich das toll. Was haben wir hier? Großes X. Wir sind Gott sei Dank nicht solche ausgefallenen Symbole dabei. Das mag ich ja auch überhaupt nicht. Das, wenn dann natürlich Aufkleber dabei sind, dann ist das toll. Aber wenn die hier ausgefallen sind, mag ich das nicht so. Hier kann ich jetzt ein kleines nehmen. 761 ist 15. So, jetzt schreibe ich mir mal, ich zeige euch das gleich mal. 15 ist ein L. L. Da ich das ja mit einem Non-Permanent-Stift draufschreibe auf die Decke, schreibe ich das von beiden Seiten drauf. Na, ich fahre das dann praktisch nochmal nach, weil mir das sonst oben immer abgeht. Also mir geht es immer oben ab, sonst habe ich ja gar nichts mehr draufstehen.
und weiß dann gar nicht mehr, welche Farbe das war. Deswegen, hoppala, mache ich das immer so, dass es beidseitig drauf steht. Also das kann ich jetzt wegtun. So. Suchen wir uns gleich den nächsten schon raus. 16, 17, 18, 19, 20. Die 16 nehmen wir auf jeden Fall so. Haha, daneben, daneben. Ach, ich wollte doch der lieben Anne noch eine Frage beantworten. Warte mal. Die liebe Anne wollte wissen, wie viele Bilder ich schon gepaintet habe. Ich bin durch jeden Raum und habe gezählt. Und musste sagen, warte, ich muss doch nochmal zählen. Nachdem, wenn ich das Video mache, so 50, 52 Bilder habe ich schon gepaintet. Die meisten hängen mit meiner großen Tochter im Zimmer, das sind 11. Das sind aber alles nur 30x40, 30x30 Leinwandgröße. Ja, also, ja, und dann kommt mein Sohn mit 10. Genau. Und meine jüngere Tochter mit 8. So sieht's aus. Und der Rest ist verteilt oder in Mappen. Genau, liebe Anna. Ich habe das nicht vergessen. Und Malia, deine kommen auch noch. Aber da will ich wirklich ein Paint with Me machen. Das waren sehr, sehr interessante Fragen, muss ich sagen. Oder muss ich echt manchmal überlegen. Ich habe mir jetzt da schon mal Gedanken gemacht, bin aber noch nicht mit allen Fragen fertig. Was ich sage. Ich werde sie aber alle beantworten. Du hattest ja geschrieben, dass ich nicht alle beantworten muss, wenn ich nicht will, aber ich möchte das gerne und das werde ich auch tun. Aber ich muss da noch nachzählen bei manchen. Das will ich tatsächlich machen. Und genau, so werde ich das tun. Ich glaube sogar, eine war jetzt sogar mit einer ihrer Frage schon beantwortet, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. So, jetzt haben wir die 17. Oh, guck mal, hier sind drei drin, die hier nicht hingehören. Jetzt muss ich mal gucken. Wartet mal. Die sind aber nicht daneben. Ach, nicht so schlimm. Die sortiere ich mir dann aus, wenn es so weit ist. Dann nehme ich den hier wieder. Das ist die 17. Das ist gleich, ist das. Na ja, dann wollen wir mal, ist gleich. 17 ist gleich 938. Ist ja lustig. Knacksen gerade meine Tüten. So. Ich habe eigentlich auch einen Trichter. Den habe ich auch. Und jetzt die 18. Oh, jetzt mache ich es gerade verkehrt rum. Sieht so schriftlich immer aus. Die 18. Das ist das J. Ein J. Nein, 51. So, jetzt haben wir hier 18 Farben und mein ist voll. Sieht immer lustig aus, ne? So, bei den anderen muss ich ja. Das habe ich ja hier im Koffer. Bin ich noch am Überlegen, ob mein Mann mir das auch noch auf so eine Platte macht. Bisher hat es mich nicht gestört, dass es da drin war. Mal gucken. Kann ich schon mal mein Müllbecherchen reinstellen? So. Und da kommen jetzt die anderen Farben rein, die 19. So, da haben wir die 9. Und 64.
Ach ja, jetzt fällt mir doch tatsächlich was ein. Das kann ich euch doch jetzt in der Zeit noch erzählen. Meine zwei Hasen. Ich weiß jetzt gar nicht, wer von euch mir das geschrieben hat und wissen wollte, was mit meinen zwei Hasen ist. Jutta, warst du das? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es tut mir leid. Ich wollte eigentlich nochmal nachschauen und habe das vergessen. Aber passt auf, meine zwei Hasen. Nee. Mich ärgert das, dass ich nicht weiß, wer es ist. Verzeiht mir es. So warst du das, Silke? Oh nein, ich weiß es nicht mehr. Asche auf mein Haupt. Also, dann starten wir trotzdem mal. Also, meine zwei Hasen. Ich hatte euch ja schon mal, ich glaube, das war ein Kidding Up oder ein Paint with Me, erzählt. Ich hatte ja einen Hasen. Meinen super schnuckligen Cookie. Das ist ein englischer Hase. Und ich fand das nie anders. Von meiner großen Tochter, die ehemalige Nachhilfelehrerin, die hat uns relativ viel Druck gemacht. Ja, man hält nicht nur einen Hasen und dann werden die krank und das darf man nicht. Ich glaube, in Österreich oder in der Schweiz ist es sogar verboten und das dürft ihr nicht. Und wer sollte dem die Ohren putzen und wer sollte den sauber machen? Und überhaupt ist der ja immer alleine. Fakt ist, mein Hase war maximal, als ich arbeiten ging, 4 Stunden alleine, 4,5, 5. Wenn überhaupt, denn wenn mein Mann im Büro war, war ja mein Mann da. Und der Hase hatte sich wunderbar an uns gewöhnt. Also wirklich total an uns gewöhnt. Der war total lieb und ist uns hinterher gehoppelt. Wenn mein Mann im Büro war, ist er mit ins Büro teilweise. Wenn ich am Tisch in der Stube gepaintet habe, ist er unter den Tisch und hat mich dann immer mal angestupst. Da habe ich ihn dann eine Weile gestreichelt und dann hat er sich da drunter gelegt. Der ist mit ins Schlafzimmer gekommen an den Painting-Tisch. Also der ist immer in Aktion gewesen. Muss dazu sagen, der hat einen doppelstöckigen Käfig und darf in der ganzen Wohnung hoppeln. Und auch auf dem Balkon. Wir haben dann, oder mein Mann hat dann so ein Nagergitter, Nagerdrahtzaun um unseren Balkon. Der ist nicht groß. 1,5 mal 1,5 Meter vielleicht. So rundherum gemacht, dass der da nicht in irgendeine Lücke raus kann. Durch irgendeine Lücke raus kann. Und das hat super geklappt. Mein Hase, der hat im Käfig nur in seine Ecke gemacht. Der war total sauber. Ja, aber ich fand das immer traurig, wenn wir dann doch mal einen Tagesausflug gemacht haben oder gar im Urlaub waren. Es war immer jemand da, der ihn gefüttert hat. Es kam immer jemand auch zweimal her, um dann abends mit ihm nochmal zu kuscheln, ihn zu streicheln und nochmal ein bisschen was Grünes zum Futtern zu geben. Also der war da auch jemand da, aber mir war das Herz immer schwer. So, naja, irgendwann waren wir dann im Zooladen und dann sagt mein Mann, guck mal, der Weiße hier, der ist doch süß. Wollen wir den jetzt mitnehmen? Wie jetzt? Naja, wir haben den dann mitgenommen. Und das war ein Affentheater hier. Die haben sich gebissen, die haben sich gerauft. Die in der Zoohandlung hat zwar gesagt, das ist normal, aber wisst ihr, wie mir mein Herz geblutet hat, meinen süßen Cookie da im Kampfmodus zu erleben, weil diese Krähe, ja, die hat gekämpft. Nicht er hat sein Revier verteidigt, sondern unsere neue Häsin, weil wir sollten ja eine Häsin nehmen, unseres kastriert, unser Cookie, der Meinung war, ich muss den beißen, ich muss den wehtun. Verscheuchen überall und ja, das Futter wegfressen. Und mein Vorteil war am Anfang, die Häsin ist nie raus aus der Stube. Die ist immer in der Stube geblieben. So konnte ich meinem Cookie in der Küche noch sein Futter geben, was sie ihn ja weggefressen hat. Das ging gut bis ein Tag vor unserem Oktoberurlaub. Ach so, pass auf. Und dann, ja, und irgendwann, das hat tatsächlich dann nicht lange gedauert. Eine Woche vielleicht, haben die sich dann verstanden. Die hat dann oft gehört, ihn zu ärgern und war dann auch recht gut drauf und hat dann auch oft gehört, den zu jagen.
Und ich war dann glücklich, dass das so weit ging. So, dann haben die sich, sagen wir mal, akzeptiert. Ja, das war nicht so, dass die jetzt nebeneinander gekuschelt hätten oder dass sie sich sehr lieb gehabt hätten. Und ich sage große Liebe. Bis eines Abends mein Cookie der Meinung war, ich muss die jetzt mal. Das ist ja ein Weibchen. Oh, das probieren wir jetzt. Es war halb in der Nacht. Ja, und dann bin ich dann wach geworden. Und ja, dann war das eben passiert, die zwei miteinander. Und seitdem lieben die sich. Das ist echt ein Phänomen. Der hat die sozusagen lieb gehabt, dolle lieb gehabt. Und seitdem kuscheln die, also sie liegen nebeneinander, sie putzen sich gegenseitig, aber sie frisst ihm trotzdem alles weg. Sobald man Kohlrabi-Blatt extra gibt und sie sieht, der hat das im Maul, geht die hin und zieht es weg. Und er lässt das einfach mit sich machen. Und das mag ich immer noch nicht. Ja, also das, ja. Das ist so, wo ich sage, aber ja, dann gibt es halt noch ein zweites Kohlrabi-Blatt. Aber ich denke dann auch, meine Güte, siehst doch immer diejenigen, die da schon da sind, die verteidigen ihr Revier und lassen das nicht mit sich machen. Und meiner ist dann halt ein gut erzogener Gentleman, der das mit sich machen lässt, oder wie? Ich weiß es nicht. Jedenfalls vertragen die sich jetzt und kämpfen. Es ist manchmal noch eine Situation wahrscheinlich da, wenn wir nicht da sind, dass sie sich dann doch mal raufen, weil dann liegt dann das Streu auf dem Teppich sehr verbreitet in der Stube rum. Oder ich sehe doch den einen oder anderen Fellfetzen mal. Aber tatsächlich hält sich das in Grenzen. Da bin ich sehr froh drüber. Und hoffe, dass das so bleibt. Und dann ein Tag. Ja, wir hatten gerade unseren Nachbarn da. Ein Tag. Dem habe ich das erklärt. Also kurz vor unserem Oktoberurlaub. Dem habe ich erklärt: Pass auf, so und so. Futter da und Futter da, weil die kommen nicht in die Küche und du musst einen Cookie dann extra Futter geben, weil die den sonst in der Wohnstube, die bauen, die heißt unsere Dame, alles wegfrisst. Und ihr werdet es nicht glauben, ein oder zwei Tage, ich würde sagen noch bis ein Tag vorm Urlaub, geht die raus aus der Stube in die Küche, findet dort seinen Napf und frisst den leer. Da dachte ich, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Und dann hat sie auch kleiner einen Balkon gefunden, ist dort mit raus. Und Cookie hat dort noch eine Heutüte gehabt, immer, weil die ja auch das Heu immer weggefressen hat und in das Heu gepullert hat. Wie gesagt, die haben im Käfig eine Ecke, wo die, also wo Cookie immer hingegangen ist oder hingeht. Kacken, pullern. So. Und die macht das überall hin. Und das ist bis heute so. Und das ärgert mich so sehr. Da, wo das Heu immer lag, hat die immer hingepullert. Und so. Und da habe ich dann gesagt, nee, dann kriegt er auf dem Balkon, wo er eh immer nur alleine hingeht, noch was hingelegt. So. Habe ich eine Tüte gehabt, ist immer reingekrochen, es war total niedlich. Und hat dort sein Heu gekriegt. So, nun kam die auch auf den Balkon. Ihr Lieben, da hatte ich dann schon ein bisschen die Nase voll. Aber nichtsdestotrotz musste ich mir wieder was Neues einfallen lassen. Jedenfalls ging ich auf den Balkon, hat er überall hingemacht. Und auch in die Heutüte. Das kann jetzt nicht wahr sein. Und da habe ich beschlossen, die darf nicht mehr auf den Balkon. Und das tut mir auch so leid, weil die auch gern auf den Balkon möchte. Ne? Aber wenn die dort immer alles voll macht, das ist blöd. Und ich habe jetzt dem Cookie da eine Kiste hingestellt, wo noch Heu drin ist. Und jetzt muss ich immer zusehen, dass sie nicht auf den Balkon geht. Nicht, weil sie ihm dann auch alles wegfrisst, sondern weil sie ja das alles voll macht. Und das ärgert mich total. Also darf Cookie auch auf dem Balkon nur noch allein, bauen sie nicht mehr. Und irgendwie, ja, und das kurz vor unserem Urlaub. So.
als ich aus dem Urlaub wiederkam. Also unser Nachbar hat das super gemacht, kein Thema. Aber der hatte so viel Heu immer drin. Das ist nicht schlimm, um Gottes Willen. Aber da hat die ja immer reingemacht. Und das hat mich. Oh, ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Und habe dann hin und her überlegt, was machen wir denn jetzt und wie denn nur. Und ich dachte, irgendwann muss es doch begreifen. Ich habe das immer regelmäßig rausgewischt. Habe immer alles rübergeschoben an Wurmeln, die da waren, ne, damit die das vielleicht versteht. Ach, Pustekuchen, die hat nicht verstanden, was ich wollte von ihr. Und demzufolge musste ich mir wieder was Neues ausdenken. Und habe jetzt schlussendlich eine Heuraufe gekauft. Und habe jetzt so das Heu reingemacht, was im Käfig ist. Ich musste letztens herzlich lachen. Unsere Große, die hatte hier, die nannten in das Haus auf, warte mal, Hausaufgabentag, Haushaltstag, ach irgendwie, also Homeschooling, sitzen wir beim Mittag am Tisch. Da denke ich, was würde ich denn, der Cookie da in dem Käfig rum? Da kommt mit der Heuraufe nicht klar. So richtig. Erst macht der Menschen, hält sich an der Heuraufe oben fest und frisst oben raus. Oh, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Und frisst oben raus. Total putzig. So. Und dann hopst der oben in die Heuraufe rein. Nee. Also mein Hase ist schon ein Ulkihase, ne? Das muss ich euch ja schon mal sagen. Genau. Und da saß der in der Heuraufe drunter und hat Heu gefressen. Und dann dachte ich mir, bitte nicht. Ich habe so, oder ich hoffe immer noch, dass das die Bounty nicht nachmacht, weil die würde ja dann wieder da reinkommen. Das ist gerade so der aktuelle Stand meiner Hasen. Sehr interessant, ne? Bin gespannt, was wir da noch alles so erleben. Dann hatte mein Mann die Idee, wir könnten doch einfach den Käfig da wegnehmen und hat ja, Folie da und Balken und wollte eigentlich da, wo der Käfig jetzt steht. Was habe ich denn jetzt gemacht? Warte mal kurz. Muss ich mal schnell gucken. Und hat. Oder wir wollten dann halt den Käfig wegnehmen und dort Folie auslegen in der Ecke und da zwei Balken rundherum, so, ne? So wie hier so. Und dann hier zwei Balken. Das sind so Wände. Das mit Folie auslegen. Und dann hätten wir da halt dort das Streu reingemacht und Heu und da haben wir so eine große Rolle gekauft. So eine große Rolle gekauft. Sie ist so schön rund hier, ne? Hätte ich da das Heu reingesteckt, dass sie da auch noch drauf pullern kann. Und da hatten wir noch die große Häuschen haben wir noch gekauft. Eins, zwei, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Auf jeden Fall eins. Ich würde aber sagen, es sind zwei sogar. Wo die dann reinkriechen könnten. Also die andere Seite muss ich. Und jetzt habe ich aber überlegt, weil ich habe ja nur das Heu in der Heuraufe. Und da, wo das Heu sonst lag, habe ich nichts. Weil ich will ja, dass die auf das Streu gehen. Cookie weiß das ja. Bauen die Pollard halt immer wieder. Einfach so in den Käfig, wo nichts ist. Obwohl oben auch Streu ist, ne? Also es ist nicht nur unten in dem zweistöckigen Käfigstreu, sondern auch oben. Auch dort, wo das Heu ist, will ich einfach nicht, dass die Pullern und kackern, sondern dass es frei bleibt. Schon allein, um mich zu schützen, dass ich nicht so viel selber machen muss. Genau, aber nee. Das versteht die nicht oder will die nicht verstehen. Habt ihr da einen Tipp, wie man das noch machen könnte, dass die das versteht, wo die hinzugehen hat? Oh, mich ärgert das ja jedenfalls, wenn mein Mann das jetzt bauen würde. Also wir wollten das tatsächlich jetzt machen. Dann fiel mir aber ein, jetzt stell dir doch mal vor, die macht dann überall hin. Und da das ja nur mal in der Wohnung ist, dann muss ich ja jeden Tag diese ganze Fläche neu machen an Streu. Ne? Erstmal geht das ins Geld, was ich jetzt nicht habe, ne, weil das ja kleiner ist. Ja. Deswegen haben wir es jetzt doch erstmal. Ich natürlich wüsste, wie ich das hinkriege, dass die wirklich dahin geht, wo ich das möchte. Beziehungsweise es eben eine Stelle ist, wo sie beide hingehen. Das können sie sich ja in der aussuchen.
aber nicht im ganzen Käfig das dann machen. Dann würde ich das gerne umbauen und das einfach so in die Wohnung reinmachen. Aber irgendwie, das ärgert mich total. Kann ich das wirklich noch nicht machen? Und das ist das, wo ich gerade echt am Überlegen bin, was ist jetzt richtig? Ja, das ist das, was mich gerade so ein bisschen ärgert. Und Gedanken immer wieder hintreibt, was mache ich denn? Wie ist es denn jetzt richtig? Ne? Ach, ich weiß es auch nicht. Habt ihr noch eine Idee? Könnt ihr mir das sagen, wie ich es am besten mache? Habt ihr da Erfahrung mit vielleicht? Ich weiß es wirklich nicht. Mich ärgert das total. Ich hätte gerne, wenn ihr mir was sagen könnt, wie ich es am besten mache, dann in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr, sehr, sehr gefallen. So, jetzt sind wir schon bei der 30. Bei der 30? Warte. Ich weiß nicht, so gerne. 3, 8, 3, 6, 3, 8, 3, 6. Ja. Haben wir da nur noch 4 Farben? Ne, 5 Farben. Wie wir das jetzt hier machen. Erzähle ich euch denn da jetzt noch? Also mein Cookie, der ist. Ich hatte ja auch Angst, dass er sich verändert. Wenn jetzt eine Dame dazu kommt, ne? Der ist ja nun wirklich anhänglich gewesen und war immer bei uns. Und immer abends hat er immer auf dem Sofa auf meinen Mann gewartet. Da hat er sich auf das Sofa gesetzt und gewartet, bis mein Mann dann endlich mal sich hinsetzt. Und nein, jetzt habe ich das mit dem Stift gemacht. Verdammte Scheiße. Naja, irgendwie kriege ich. Steck der jetzt weg. Muss ich jetzt mal gucken. Hier. Alles wenig. Habe ich denn noch Kleeblätter da? Hast du noch welche? Ah, ich habe noch welche. Zwei. Ja, wenn man dann zwei solche Bilder nimmt. Dann haben wir noch drei. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier nehmen. Dann nehme ich jetzt den hier. Ich habe ja sogar noch 4. Dann nehme ich alle 4. So, da beschrifte ich jetzt mit dem hier, mit dem richtigen. Das ist eine Sauerei. Das ärgert mich jetzt, dass ich den falschen Stift genommen habe. Aber ich glaube, mit Nagellackentferner kriegt man den Edding hier auch ab. Ach, nee. Wenn man zu sehr ins Quatschen vertieft ist. Ich hoffe nur, dass ich nicht wieder Steine verdauscht habe. So wie bei meinem letzten Kitting ab mit dem, ich weiß nicht, ob das das letzte war, kann ich gar nicht sagen, mit meinem Hasenbild. Aber ich habe es ja Gott sei Dank an der Farbe erkannt, dass es das falsche war, dass das nicht hinhauen konnte. Wäre nicht passend gewesen. So, das war die 31. Jetzt machen wir die 32. Der kleine Kamin, der macht sogar Geräusche. Ich glaube zwar nicht, dass ihr das hört, aber der macht tatsächlich Geräusche. Putzsch. Hier ist noch ein Stein. Cool. So, was haben wir jetzt? 32? 3, 8, 2. Was habe ich gesagt? 32. 3, 8, 6, 1. Na, das wäre schon wieder fast schief gegangen. Sauerei. Was? Okay. So. Ich hoffe, dass mein Speicher jetzt... Also ich habe das noch nie gehabt. Ja, mein Speicher hat letztens gesagt, ich bin voll, ich bin voll, ich bin voll. Da dachte ich, das kann jetzt nicht wahr sein. Da habe ich erstmal was runtergemacht.
weil irgendwie habe ich das im Rüberladen auf dem Laptop, da war was ganz komisch, deswegen hatte ich die Videos dann noch auf meinem Handy gelassen, aber jetzt einmal die vorletzte Farbe. Dann habe ich erstmal beide Bilder, die ich jetzt painten möchte, einmal rund, einmal eckig fertig eingepackt. Das freut mich sehr. So, und dann habe ich erstmal Zeit nur zum Painten und nicht zum Einsortieren. Wobei ich sagen muss, einsortieren tue ich viel, viel lieber als wegsortieren. Das ist auch so was, ich sortiere die weg. Um ein einziges Mal musste ich jetzt dran und hier was rausholen, weil ich nicht gecheckt habe, dass ich ja noch ein zweites Becherchen voll hatte in der Plotbox. Naja, ist egal. Konnte ich dann mit den Stein wieder auffüllen. Passiert. Was mich immer ärgert, ist es mit den ganzen Nuancen. Oh. Dann passiert Ihnen das doch mal, dass man das doch zusammenschüttelt und dann sieht man, oh nein, das sind ja doch zwei verschiedene Nuancen. Naja. Ich habe dann aus voller Wut schon mal welche weggeschmissen. So, das ist jetzt die 35. Ja. Ein Haken. So, ihr Lieben. Ich hab's geschafft. Jetzt tue ich die Deckel wieder wegsortieren. In mein Fach, wo es hingehört. Und auch die Becherchen. So. So, ihr Lieben. Der Müll kommt in den Müll. Mal wieder runter schaffen. So, so räume ich alles weg. Beim Stift muss ich dann mal gucken, welchen ich nehme. Ha, da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Aber wo ich mir sicher bin, ist der Wachs. Wo habe ich den versteckt? Hier. Da-da. Den werde ich nehmen. Also, den wollte ich euch schon zeigen. Also das ist Mandel und Marzipan. Das Gemeine, oder? Naja, es ist Mandel und Marzipan. Und ich finde, das riecht so gut, dass das perfekt zu dem Bäckerbild passt. Zu dem Backbild. So. Und ich glaube, ich nehme bei dem Bild folgenden Stift. Den da. Der ist so süß. Und ich habe gedacht, ich nehme den. Der war doch beim Auspacken kaputt. Da ging das hier ab. Ich habe es geklebt. Das hält. So, Schiffchen werde ich die wir immer nehmen. Und das werde ich jetzt noch ein bisschen schneiden. Ja, und dann kann es bald losgehen. Ach, eine Pinzette brauche ich auch noch. Ach so, bei dem hier war ja damals noch sogar das Toolkit dabei. Wartet mal, hab ich das hier. Da ist ja sogar eine Pinzette dabei, oder? Ha! Na klar! Tada! Da war doch noch die Pinzette dabei. Bei den eckigen Steinen. Genau. So sieht's aus. Und da werde ich die dann vielleicht dazulegen. Fertig. Wachs habe ich, Pinzette habe ich, Stift habe ich, werde ich im Schachbrettmuster setze wieder. Washi-Tape braucht man noch. Wir brauchen noch das Washi-Tape. Das Washi-Tape. Ach, was nehme ich denn da? Ich habe doch eigentlich mal hier rein.
wir hier so Schönes haben. Aber das ist so breit. Nee, das will ich nicht. Das ist mir zu breit. Ich habe eigentlich... ein rotes mit dem Lebkuchen genommen. Das ist der Nachteil, wenn man zu viel Washi-Tape hat. Das hat sich versteckt. Egal. Ich suche mir das dann erstmal. Und ihr werdet es dann sicherlich irgendwann sehen, was ich bin. Ah, da ist es. Ha. Tada. Nee, so rum. Der Lebkuchenmann. Oh, das schimmert, oder? Den nehme ich. Und dann suche ich mir noch was Schmales aus. Die Seiten vielleicht mal gucken, wie ich es mache. Klebt denn das überhaupt nicht so viel am Rand? Das lohnt sich ja fast gar nicht. Das ist ja so minimal. Ich glaube, ich lasse das sogar. Nö, das lasse ich. Das ist ja so ein... Nö, ich lasse das. Ich mache ja kein Washi-Tape dran, oder? Was so niedlich ist. Na, mal gucken. Vielleicht mache ich was Schmales dran. Aber das seht ihr dann bestimmt. So, ihr Lieben, das war es jetzt. War wieder ganz schön lang, oder? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr da so das ein oder andere in die Kommentare schreibt. Und mir natürlich einen Daumen da lasst. Das wäre riesig. Und super toll wäre es, wenn ihr neu abonniert, wenn ihr neu dabei seid auf meinem Kanal, lasst gerne ein Abo da und vergesst die Glocke nicht. Ich wünsche euch was, passt auf euch auf, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns, wir hören uns bald wieder. Tschüss.